So, Freunde, das sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Dungeon Siege. Ich habe mir diesmal meine schlauen Zettel bezüglich der Tastatursteuerung schon mal ein wenig vorgelegt. Mir fetzt hier gerade die Musik ein bisschen die Ohren weg, aber währenddessen werden wir schon mal ein Stückchen weitergehen. Denn wir haben diese nette Tür vor uns und wir haben hier ein komisches Ventil. Was auch immer das betätigt. Ich weiß gar nicht, wo. Achso. Das betätigt. Ja, super. Gut, das hätten wir dann wohl auch geklärt. Freut mich. Ulora, schieß doch mal bitte gerade die Kartons hier hinten kaputt. Ja. Wie auch immer. Gut, das Geld nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und Merik kann mal den Mana-Trank direkt nehmen. Und dann Information. Ja, kloppt einfach mal drauf. Es wird schon irgendwie. Eissplitter, ja, ist ein schöner Zauber, kann man mal mitnehmen. Goblinwachen, die sind jetzt nicht so. Oh. Oh. Kommt mal bitte kurz her. Und stellt euch hier hin. So. Der scheint jetzt wohl ein bisschen. So, und jetzt. Merrick, du darfst wieder heilen. So. Ja, unsere Gruppe braucht ein bisschen Heilung dabei. Irgendwas fallen gelassen? Nicht. Gut, schade. Da unten sind wieder diese netten. Ja. Durchbohrer. Die Viecher, die mich ein bisschen an StarCraft erinnern. Wieso auch nicht? Ach, und unsere netten Freunde aus Bioshock 2 sind auch dabei. Dann hauen wir uns einfach mal mitten in die Meute rein. Merrick kann sich wieder als Heiler betätigen. Ja, unsere Gruppe wird das schon irgendwie überleben. Auch wenn die Gruppenintelligenz jetzt nicht so hoch ist. Was ja auch schon mehrmals festgestellt wurde. Gobbert, Grenadier. Ach, wird ja immer besser hier. Jetzt haben die sogar schon Granatwerfer. Ist ja. Oh, schöner Stab. So, alle Mann hier drauf. Brauchen wir da irgendwen? Nee, müssen wir eigentlich niemanden heilen. Und ein Fire Skull. Oh. Gut, du hast, glaube ich, den komischen Stab mitgenommen. Zieh drei Punkte vom Fernka Fer Zieh drei Fernkampffähigkeitspunkte ab. Das ist, gibt es auch Minus? Ach nee, den kann er gar nicht nehmen. Wieso kann er den nicht nehmen? Ausstatten mit dem Objekt nicht möglich. Ja, mal ganz ehrlich. Der Nahkampfschaden ist um 10% gesenkt. Und das Ding zieht drei Fernkampffähigkeitspunkte ab. Wer benutzt sowas? Naja, vielleicht bringt es ja doch noch ein bisschen Geld. Schauen wir mal. Ja, die Bögen. Fire Skull. Mal gucken, kann. Nee, er kann den auch nicht mehr nehmen. Ja, so langsam wird unsere Truppe voll. Wäre nicht schlecht, wenn wir uns demnächst wieder einem Ausgang nähern würden. Ist hier noch irgendwas? Nein, da ist nichts. Da scheint doch was drin zu sein. Ulora, schieß das doch mal bitte kurz kaputt. Danke. So. Na, wann kommt der raus? Okay, der scheint wohl gar nicht zu wollen. Der wird uns dann wahrscheinlich in den. Ach, guck mal, einer. Schau. Esel, Esel, Esel. Du dämlicher Esel. So, Mary kriegt natürlich wieder schön auf die Schnauze und heilt sich noch nicht mal selbst. Gut, oha. Merrick, Merrick, Merrick. Merrick, tu mir den Gefallen und geh einfach mal außer Reichweite. Ja. Ist ja eine schöne Angelegenheit. Ihr dürft auch gerne mal weiter angreifen, Leute. Weil.
Ich bin jetzt nicht so heiß drauf, die ganze Gruppe hier drauf gehen zu lassen. Gelern sieht ein bisschen schwach auf der Brust aus. Na gut, aber ein bisschen was halten unsere Leute ja aus, so ist es nicht. Ich meine, die haben... Wie viel Leben hat er? 702. Gion hat 742 und unser Hauptcharakter hat sogar fast 800. Also das ist doch schon... Ist ein bisschen was. So, und Ulora hat Stufe 27 im Fernkampf erreicht. Normaler, schwerer Panzer, was ist das? Oh yeah. Stärke 31, können wir den... Nein, dir können wir den nicht geben. Stärke 42... Uiuiui. Oh, du hast... Oh ja. Cool. Ja. Merik, gib doch mal bitte kurz das Teil an ihn weiter. Ach, der Esel hat auch keinen Platz mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Gibt's denn hier irgendwas, was wir... Raummantel, den könnten wir eventuell... Brigandinerrüstung kann weg. So, dann kannst du das hier weitergeben. Und... Nein, na, na. So, Merik, du gibst das da mal an ihn weiter. Und dann haben wir hier eine neue Rüstung. Stärke 27 könnte Gion verwenden. Ja, gut, also... auf den einen Nahkampffertigkeitspunkt können wir auch, ne? So, und dann hast du eine Verteidigung von ein bisschen mehr. Ulora, du hast eine Stärke von 16. Das ist jetzt schade. Das ist sehr schade. Aber dann heben wir die trotzdem mal für Ulora auf. Falls sie mal irgendwie noch an Stärke kommen sollte. Was ich irgendwie bezweifle. Gut, dann werden unsere Leute auch wieder ein Stückchen mehr ausgerüstet. Oh, bad. Merik, du kannst doch mal kurz in den Magier-Modus wechseln. Und mal kurz. Mal kurz. So. So. Na, wirst du wohl bitte mal heilen? So, der ist platt. Jo, machen wir das halt mal von hier oben aus, ne? So, und einmal kurz heilen. Und wieder weiter draufballern. Und wieder kurz heilen. Na, wieder kurz heilen. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist hier ein bisschen zu wenig Action in der Angelegenheit. So, einfach mal alle Mann Feuer. Merik, du kannst heilen in der Zeit. Das wird auch wahrscheinlich bitter nötig sein. So, einmal auf die Viecher hier hinten, bitte. Dann heil dich nochmal. Oh, haua, hier ist ja echt die Hölle los. Auf die hier. Die machen jetzt ein bisschen mehr Schaden als die einzelnen Repetierfeuer-Dingenskirchens hier. Die Durchbohrer. Ja, auch das kann man irgendwie ein bisschen falsch verstehen. Ihn mal heilen. So, dann darfst du gerne wieder mitspielen. Und auf den da. Und auf die hier. Und auf den da. Dann dürften wir erstmal wieder durch sein. So. Ja, bitte in die Richtung. Esel. Easy peasy schlecht. Gut. Ulora, du hast doch gerade nichts zu tun. Dann kannst du mal das Ding mitnehmen. Dich mal hier draufstellen, aktivieren und den Esel abholen. Damit die ganze Gruppe wieder beisammen ist. Und wir eine große, glückliche Familie sind.
Karte hier. So, da haben wir was. Ach, das war die Brigandinerrüstung. Ich hätte gerne meinen Zeitgeber wieder. Gut. So. Was haben wir denn hier? Hier können wir auch alles einfach mal so platt machen, wie es kommt. Mary kann schon mal wieder heilen. Zuerst auf den Feuerkollegen hinten. Ach, diese dämlichen Viecher. Ja, und Auto-Attack ist hier, glaube ich, nicht so. Wäre schön gewesen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich wollte gerade fragen, wo willst du denn hin? So. Hier lang bitte. Einmal aufstellen. Damit ich die Kamera wieder drehen kann. Und wir könnten mal wieder speichern, so zwischendurch. So. Ach, was kommt denn hier raus? Erklär mir mal, wie du dich bitte in der kleinen Kiste versteckt hast. Oh, Merrick, Merrick, Merrick. Oh, Esel. Ich weiß zwar nicht, von was der Esel angegriffen wird, aber das ist mir auch relativ egal. Hauptsache, er geht nicht drauf. Oh, was war denn das? Okay. Ich glaube, da hat eben die Audiospur ein wenig hintergangen. Na dann. Gut. Ja, dann explodiert halt mal so vor euch hin. Merrick wird angegriffen, aber die Gruppe juckt das auch nicht wirklich. Oha. Jetzt wird's interessant. So, dann zoomen wir mal runter in die epischen Kampfsequenzen. Ich bin hier nebenbei. Die sehen ja eklig aus, die Viecher. Ich bin hier nebenbei mal ein bisschen am Heilen. Weil hier ist doch ein wenig mehr die Hölle los als normal. So, auf den da bitte noch. Der macht ein bisschen mehr Schaden. So, und unser Hauptcharakter kriegt ziemlich viel ab. Wundert mich sogar ein bisschen. Wind der Heilung. Oh, ist das auch ein schöner Zauber. Ja, gut, den Rest kriegen die eigentlich, glaube ich, weitestgehend gebacken. Tanzende Zap können wir mal mitnehmen. Nochmal heilen. Ach, da steht noch so ein Vieh. Das wusste ich ja gar nicht. Ja gut, dann nur dance to din, lieber Gobbert. Ruhe in Frieden. Hehehe. Winterheilung nehmen wir mit. Da hinten scheint es auch weiter zu gehen, aber jetzt gehen wir erstmal hier drüben durch. Oha. Leute, Kamera? Kuckuck. Ja, die Kamera ist definitiv in diesem Spiel nicht mein Freund. Naja, zumindest kriegen wir eine schöne blaue Wollhaube. Mal schauen, was die dann so drauf hat. Einen Schlag kriegen wir nochmal. Ja. So langsam läppert sich's. Da hinten steht. Ach du. Ja, wollt ihr aber hier. Ich glaube, es hackt. Was gehen hier? Jo. Voll auf die Mütze. Oh, bad. Ja, so denn. Merrick, tu mir den Gefallen und verzieh dich mal kurz. Und. Ja, ausgerechnet jetzt muss es natürlich laggen. Merrick, du darfst dich ausnahmsweise mal selbst heilen, wo du stehst nämlich volle Kanne unter Beschuss. Und Leute, ihr dürft auch angreifen, ob ihr es glaubt oder nicht. Gelern. Und unser guter Aiden Cursland. Ja, ich weiß, es ist stellenweise ein bisschen öde und dröge, das Spiel. Vor allem, wenn man die falschen Tasten im Sinne hat. So, nochmal eine Heilung. Und hier fliegen überall die Wagenteile durch die Gegend. Fadenscheinige Brigandine. Ja, und wer holt sie?
Natürlich der Magier, der am wenigsten Rüstung von allen hat. Der rennt vor, alleine, um sich die Rüstung zu schnappen. Können wir das auch wieder aufdrehen?